Möchtest du den Stream wirklich starten? Ja, na klar! Was soll ich sonst, Alter? Ich sitze hier seit 30 Minuten vorm PC und guck mir aber nur an, wie die Uhr runtertickt. Das ist sehr laute Musik. Ich sterbe. Hör mal auf jetzt hier. Geil! F in den Chat, Leute! Ich brauch ein bisschen... Oh, was passiert hier, Alter? Ich kann gar nichts mehr lesen. Was geht? Gamer! Herzlich willkommen zum ersten Livestream auf Ruhepuls. Es ist Zeit zu gamen. Ich sehe Werbung von Otto.de. Was soll das? Geh mal weg. Du Otto. Geht's euch gut? Geht's mir gut? Wer weiß das schon? Ich habe Alerts eingestellt für alle Leute, die mich abonnieren, aber die sind einfach unglaublich abgekackt. Oh nein, ich höre mich selber. Das ist schrecklich. So was will ich nicht sehen. Leute, bevor es richtig losgeht, ne? Nico kommt gleich auch noch. Wir spielen natürlich eine Runde Minecraft-Chef. Ich sag's mal so, die Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, die ist so fürchterlich, dass wir auf jeden Fall ein paar Sachen fixen müssen. Wieso höre ich mich immer noch selber, Alter? Jetzt läuft mein Stream einfach gleich 80 Mal. Schnauze hier. So, F in den Chat. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ihr das so oft macht. Wahrscheinlich bannt euch der Bot. Aber bevor es losgeht, Leute, bewundert bitte diesen Greenscreen. Und der Greenscreen, den kann man hoch und runter fahren. Ja? Dahinter ist mein Regal, wie man sieht, was absolut unaufgeräumt ist. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, Malde, bist du der schlauste Mensch der Welt? Du kannst einfach deine Unordnung hinter einem Greenscreen verstecken. Und darauf ist die Antwort natürlich, ja. Ich bin wirklich so intelligent, wie ich aussehe. Der IQ ist also zweistellig. Ich kann absolut gar nicht sehen, was hier in den Chat schreit, weil es zu schnell geht. Aber ich lasse erstmal ein bisschen abflachen. Ne? 15:01 geht's los. Und bis dahin werde ich mir natürlich einen Energy Drink gönnen, von dem ich nicht gesponsert bin. Vielleicht ist es ja ein Red Bull oder ein Rockstar. Geil. Fängt gut an. Nice. So, wenn wir einmal fragen, was ist mit Nico? Oder wir können eigentlich direkt in die Welt reinstapfen. Weil wie gesagt, es sind einige Dinge passiert, wo ich mir denke, ah, Leute, ist er so eine Nummer, wo man vielleicht nochmal drüber reden muss? Weil, ihr müsst euch halt vorstellen, Nico nervt mich ja wirklich. Und also auch im Real Life, ne? Ich muss ihn ja jeden Tag ertragen. Und es ist wirklich schlimm. Wir sitzen zusammen in einem Büro, in einem Raum. Und er sitzt quasi so, dass ich seinen PC sehe, seinen Monitor. Und es tiltet mich schon manchmal krass. Und dann schreit er manchmal einfach rum. Und das macht er bei Minecraft auch. Ich habe vergessen, dass der uns voll labert bei Minecraft. Ich weiß nicht, wie laut das bei euch ist. Müsst mal sagen, habt ihr Ingame-Ton oder ist die Mucke zu laut? Oder ist irgendwas nicht so, wie ihr euch das wünscht? Schreibt es einfach rein. Ohne euch funktioniert es hier nicht. Weil sonst würde ich nur mit mir selber reden und dann würde mein Vermieter mehr denken, dass ich ein richtiger Spacko bin. Ja, wir müssen, ich werde nicht zu viel spoilern, aber wir müssen heute ein Grab bauen. Für wen seht ihr dann einfach heute Abend, wenn die Folge rauskommt? Das ist aber auch nicht so viel spoilern. Das war klar, dass das passiert. So. Aber ich bin schon ein bisschen weiter als nach Folge 1, weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass das gut wird und sauber. Und wie man sieht, ich habe auch eine Katze, das ist Jenny. Jenny hart ein bisschen. Das ist ein bisschen nervig. Mach Ton ein bisschen lauter. Kein Ingame-Ton. Gut, wartet. So, Desktop-Audio hoch. Das heißt, ich muss aber hier die Mucke auf jeden Fall 8 Dezibel leiser machen. Wo ist denn der Lautstärke-Mixer? Ich finde es total toll, dass Windows andauernd Updates macht und ich nicht mehr verstehe, wie Dinge sind, wo die Sachen sind und so. Ja, ihr müsstet jetzt so ein bisschen lauteren. Jetzt habe ich gar keinen... Ist das normal, was hier passiert, oder? Ich sehe einfach das nicht mehr, dass das abgebaut wird. Hallo? Verbindung zum Server getrennt. Why? Why is this happening? Kein Game-Sound. Warum ist hier kein Ton? Leute, ihr müsst euch entspannen, ja? Das ist mein erstes Mal. Bei meinem ersten Mal bin ich immer aufgeregt und ich weiß nicht, wie Dinge funktionieren. Eingabe oder Controller Steuerkreuz nach rechts, um den Chat zu öffnen. So, ist zu leise. Okay. Den müsstet ihr gehört haben.
Ja, ach, da war Musik. Ja, ich weiß nicht. Leute, ich habe so ein GoXLR-Ding und da kann ich für mich einstellen, wie laut Sachen sind. Und ich will halt die Musik eigentlich nicht so laut hören und deswegen ist es bei mir nicht so wie bei euch. Das ist ein bisschen dumm. Ich weiß, bin doch nicht so schlau. Vielleicht bin ich doch genauso schlau, wie ich aussehe. Wir haben auf jeden Fall hier schon ein bisschen was gemacht. Ich habe auch einen Dreizack, den werde ich vielleicht einfach mal hier storen, weil vielleicht brauchen wir den ja nochmal. Auf jeden Fall, die Scheiße brauche ich komplett nicht. Wir wollen auf jeden Fall mal essen. Ich glaube, ich sollte mich heute darum kümmern, dass wir erstmal genug Waren haben, um zu fooden. Da vorne ist eine Kuh, die hole ich mir. Dann gehe ich schlafen. Wie findet ihr den Shader? Wow! Die Musik ist noch ein bisschen zu laut. Kein Ding. Kläre ich gleich. Aber erstmal natürlich die Kuh, 360. Hä? War vielleicht Fortwinier. Die! Wo ist mein Fleisch, Bruder? Rohes Rindfleisch. Vielleicht hätte ich die einfach... Oh, da vorne ist ein Pferd. Es wird nachtig geschlafen. Meine, darf man deine Schwiegermutter der Frau... Darf man die Schwiegermutter der Frau seines Bruders heiraten? Ist das dann die eigene Mutter? Habe ich nicht zugehört so richtig? Wer weiß das schon. So, wir gehen jetzt einmal kurz schlafen. Tür zu. Jenny? Alles gut bei dir? Komm, du darfst auch schlafen, wenn du willst. Schläfst du jetzt mit auf dem Bett? Alter, was? Oh, wie süß! Oh mein Gott, ich liebe Minecraft. Wo ist die Katze? Nein! Nein! What the fuck, Alter, warum? Jenny, nein, Alter, warte. Jenny, ich hab noch... Scheiße. Okay, geht's dir besser? Alter, die ist aber fast gestorben, Alter, was? No, Alter, die ist einfach fast gestorben, weil die einfach dumm war. Die war einfach fucking stuck. Vielleicht sollten wir das hier fixen. Alter, die ist einfach fast... Die war einfach zu dumm zum Leben. Krass. Jenny, geht's dir gut? Okay. Einfach. Mann, Alter, ist wie so ein kleines Kind, auf das man aufpassen muss. Das war eine Katastrophe. Ah! Ihr wisst nicht, was das für ein Aufwand war, diese dämliche Katze zu zähmen. Na, das ging ja nicht. So. Was ist das für ein Shader? Leute, ich spiele das ja auf der Bedrock-Version. Das heißt, ich bin komplett limitiert, was meine Auswahl angeht. Das ist der einzige Shader, der nicht zum Kotzen aussieht. Zumindest nach meiner unglaublich effektiven Recherche. Boah, wow, Alter, 17 Gold. Ich bin ja fucking rich. So, du machst mir jetzt erstmal Food. Und ich würde, wie gesagt, gerne eigentlich Essen haben. Yum, yum, yum. Stirb. Hä? Der hat einen Knochen verloren. Oh, hast du schon mal eine Gräte in einem Fisch gefunden? Ja, aber einfach so einen menschlichen Megaknochen. Die ist einfach fast gestorben, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das normal ist. Dass Katzen einfach denken, oh ja, sterben wäre schon schön. Malte, du baust das mit einer Spitzhacke ab. Shut the fuck. Guten Tag. Nein, ich möchte nichts von den Zeugen Jehovas haben. Alter, das sieht in der Version ja richtig scheiße aus, ne? Boah, krass. So. Ich bin dumm, ich brauche Holz. Bin einfach stupid. Katzen brauchen einfach mal 29 Fische zum Essen. Ja, das stimmt leider wirklich. Ach, ich bin auch so fett und dämlich, ne? Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, weil ich einfach alles verkackt habe. Ist der Stream aus, wenn Jenny stirbt? Wenn Jenny stirbt, ist das Let's Play vorbei, Leute. Eigentlich würde ich hier gerne einen Steg bauen, der nicht kacke aussieht. Aber der Shader macht wenigstens, der sorgt dafür, dass das Wasser okay aussieht. Weg. Der Block ist hässlich. Das hat hier übrigens Nico gebaut und deswegen sieht es auch so aus, wie es aussieht. I know, okay? Wir arbeiten dran. Tür. So. Was soll ich machen? Essen. Njam, njam. Okay. Du machst mir noch das. Du gibst mir noch das. Ich mach mir Schuhe, weil ich habe noch keine. Und dann kannst du eigentlich direkt losgehen. Ich kann mir eine Hoe machen. Komm, Alter. Lass uns nicht lumpen. Hä, ich hatte ja voll viel Holz. Wovon laber ich? Wir machen uns eine Hoe. Jenny, du bist keine Hoe, oder? Jenny? Ja, ich glaube, sie ist einfach dumm. Kannst du mal irgendwie aus dem Loch da rauskommen? Du bist einfach gerade in dem Stein gespawnt und fast gestorben. Hier. Spiel hier mit. Viel Spaß.
So, Ho ist am Stissel. Was geht? Wie geht's euch? Wie lange geht der Stream? Spiel was anderes? Nein. Leute, ich bin hier noch gar nicht fertig. Wie einfach Leute schon den Donate-Button suchen. Entspannt euch bitte, ja? Wir sind noch nicht so weit. Ich bin noch nicht in der Lage, das alles anzunehmen. So. Ja, ich weiß, das ist nicht dasselbe Holz. Finde ich das schöner, wenn das da drin ist? Das buggt in der Version noch nicht so. Dann will ich, dass das da drin ist. Boah, es ist so entspannt. In Minecraft spielen, ich habe das Nico gesagt, nachdem wir aufgenommen haben, hat mich so krass an YouTube 2014 erinnert. Aber also nicht an die negativen Sachen, sondern an alles Positive. Weil es einfach so genuine Spaß gemacht hat. Weil ich mich einfach mit keinem anderen Arschloch auseinandersetzen musste, außer mit Nico. Und mit mir. Gut. Na, reicht ja auch meistens schon. Ja, das war wohl ein bisschen wenig. Meine, du bist der beste Minecraft-Spieler, den ich kenne. Also kennst du mich. Und sonst nicht so viele, ja? Es ist einfach hier Zeit, auch mal was Schönes zu erschaffen. Wenn Nico sagt, Nico wird einfach, egal wie gut das hier nachher aussieht, Nico wird einfach sagen, dass er es hässlich findet. Scheiße. Oh, das dauert ja richtig lange. Ah. Krass, das war einfach 20 Jahre. Ja, 50 jetzt. Mann! Ach, warum bin ich so scheiße? Self-Flame beim Minecraft-Spiel, weil ich Blöcke falsch setze. So. Mann, kann das jetzt mal... Mann! Kann das mal hier vorbei sein? Danke. Ich bin einfach zu blöd zum Stehen. Wieder drauf jetzt. Bau das ab. So. Du musst essen. Bleibt der Stream on? Ja, ich muss nachher mal gucken, wie der Stream aussieht. So, das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Du musst essen. In Real Life oder in Minecraft? Jenny? Ja, pass schön auf dein Leder auf. Kannst auch noch ein Kaninchenfell haben. So, und jetzt können wir uns ja endlich darum kümmern, wovon ich die ganze Zeit schon gelabert habe. Es ist nämlich Zeit. It's time to farm. Ich will das eigentlich, also ich will es praktisch machen, aber ich will es auch schön machen. Und es sind zwei Dinge, die eigentlich nicht so zusammenpassen. Ich brauche einen Eimer, ne? Oh, ich bin dumm. Man ist eine Hole, keine Schaufel. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Es ist doch. Ist doch alles in Ordnung. Wir werden Minecraft Pros. So, jetzt bauen wir hier eine kleine Werkbank. Und einen Eimer. Und dann kommt das in den Mixer, Alter. Und dann haben wir einfach den Coin Master am Start. So. Und jetzt haben wir unendlich Wasser. Ich verstehe nicht, warum wir Wasserprobleme auf der Erde haben. Ist ja ganz einfach. So. Wow, ich habe zwei Samen. Ja, das ist unsere Farm. Mehr brauchen wir nicht. Spammt mal alle! Nein, spammt mal nix. Was schwebt da hinten? Was schwebt wo? Ich habe übrigens so ein Alert da. Der ganz auf der anderen Seite. Immer wenn mich jemand abonniert. Und das war einfach gestern so krass, dass mein PC einfach eingefroren ist deswegen. Und dieser Alert stuck war. Alle Sekunde kamen ein paar Leute dazu. Und der Alert war einfach dumm. Farmen. Hallo. Bisschen höhere Bitrate würde deinem Stream gut tun. Ja, aber meinem Internet nicht. Leute, da ist vielen Dank an Kabelnetz. Das traue ich mich nicht. Also ich bin jetzt gerade auf 3900. Und das hilft schon ein bisschen. Ich weiß, das ist nicht optimal. Aber was soll man da machen? Die Alternative wäre gar nicht zu streamen. Das wäre ja auch doof. Ich brauche mehr Samen. Weg. Ich hasse die Sonnenblumen. Ich finde die alle hässlich, Alter. Eigentlich müsste meine Aufgabe sein, jede scheiß Sonnenblume hier abzuholzen. Das ist übrigens das Haus, was Nico und ich versucht haben zu bauen. Und wie ihr seht, sind da sehr viele Sonnenblumen vorne. Und das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Hallo Bertha, dich werde ich nachher zähmen. Und dann werde ich dich pimpern lassen mit allen anderen Kühen. Was gar keinen Sinn ergibt, weil ihr alle Euter habt. Alter, es ist einfach so satisfying, ne? Warum macht Minecraft eigentlich Spaß?
Ich habe Lust, hier runterzugehen, aber nicht jetzt. Wir haben eine Aufgabe, wir werden dieser Aufgabe erstmal nachgehen. Ne? Zu viel Spannung hält mein Herz heute nicht aus. Hab heute Abend noch ein Date. Gut, dass ich dich heute Morgen erst abonniert habe. Das ist doch schön, oder? Ne, sag ich mal willkommen. Ist so krass. Ne? Ich hab gestern zum ersten Mal so richtig gesagt, hey Leute, abonniert mal Gaming-Kanal, bla. Heute sehen wir einfach 20.000 Abonnenten. Sonnenblumen sind schön, aber nicht in Minecraft. Guck dir das an, alle. Die sehen alle gleich aus. Das sieht scheiße aus. Hör mir auf. Weg. Wo sind die Samen? Warte, ich weiß, wo die Samen sind. Halt dein Maul. Das ist so schön. Na? Na du? Hier hast du einen Stein. Ich sollte irgendeinen Lego-Stein im Chat grüßen. Den gelben bestimmt. Ey, nimm deinen scheiß Stein mit, du Arschloch. Sapling! Warum sage ich immer Sapling? Ich weiß nicht warum. Ich bin einfach so alt, dass ich Wörter vergesse. Mein Creeper wurden einfach nur in Minecraft integriert, damit die dich nerven. So, damit du im Late-Game immer noch Löcher im Boden hast. Spring mal die Klippe runter. Dankeschön. Das sind die Tipps, die ich brauche. Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, Malte, schlaf mal im Nether. Ich werde aber versuchen, Nico dazu zu bringen, im Nether zu schlafen, in einem Bett. Weil man dann ja explodiert. Und ich hoffe einfach, dass er drauf reinfällt. So, ich hoffe, er hat die Memes nicht gesehen. Weil wenn ja, absolut genial. Wenn das funktioniert, Leute, bin ich einfach der König im Büro. Dann ist mir es auch egal, ob der mein Gehalt kürzt oder nicht. Das wäre toll. Wie kann das sein, dass ich hier keinen einzigen Samen rauskriege? Bin ich behindert? Muss ich das... Hä? Mit der Spitzhacke funktioniert's? Krass. Nervig. Iron Hoe, Iron Shovel, wo bleibt das verzauberte Goldschwert? Okay, jetzt reicht's aber mir mit deinen frechen Äußerungen aber total. Arschloch. Hallo. So, die Line ziehen wir noch. Das hörte sich deutlich falsch an. Das meine ich so nicht. Wir gehen aber jetzt aber wieder schlafen. Wo ist Jenny? Du pass auf dein Kaninchenhäutchen auf. Jenny, wir gehen wieder schlafen. Bitte bring dich diesmal nicht um. Bitte kill. Wenn Jenny stirbt, bin ich wirklich traurig. Aber ist so niedlich, dass sich Katzen dazulegen. Guck mal, die spawnt einfach. Die spawnt 3 Meter vom Bett weg und die ist einfach in den Stein gespawnt. Hier, pass da drauf auf. Alter Maul. Krieg schlechte Laune von. Gibt's hier noch was zu essen? Boah, ich bin so arm. Bin einfach arm. Die Leute hier sind alle in dichten Nebel gehüllt. Ich krieg auch nie Samen raus, deshalb bin ich Single. Oh, Alter, da werde ich einfach traurig, wenn ich das lese. Der Shader ist scheiße! Willst du mal sehen, wie das ohne Shader aussieht, Alter? Dann wirst du einfach sad. Hier, da. Kann ich nie ausmachen. Geht nicht. Kann ich nur ausmachen, wenn ich nicht mehr im Spiel bin. Naja. Aber glaub mir, es ist eine Verbesserung. Wie lange willst du streamen? Bis ich keinen Bock mehr habe oder bis ich heute Abend ins Kino muss? Nee, ich habe, wie gesagt, ein kleines Date. Und das ist sehr wichtig, dass ich da auch pünktlich komme, weil sonst lässt man mich nicht mehr rein. Ich brauche Essen. Ich muss irgendwas töten. Schaf, du wurdest geboren, um zu leiden. Ich esse übrigens aktuell vegetarisch bei mir zu Hause. Aber in Minecraft ist das einfach unmöglich. Oh lol, Alter, der war ja richtig chunky. Der hat ja richtig was gedroppt. Geil, sogar ein Apfel. Da kam einfach ein Apfel aus dem Schaf. Schön. Schweine habe ich noch nicht so viele gesehen. Die lasse ich leben. So. Wir brauchen erstmal so einen Sustain, Leute. Ja? 55 Eisen, 23 Gold, ein Diamond. Ich bin arm. Ja, Leute, ich habe mich halt nicht mit Nico... Mann, ihr versteht nicht, wie das ist, wenn man mit Nico irgendwas macht. So, ja, ich bin nicht arm, aber ich könnte das alles von heute auf morgen wieder verlieren. So, das ist Arbeiten mit Nico zusammen. So sieht das aus. Vielleicht soll ich da irgendeinen Zaun drum bauen oder so. Aber ich bin einfach so langsam in Minecraft noch. Und weiß, ich habe früher viel Minecraft gespielt und so, aber ich habe das halt nie ordentlich gemacht. Ich habe immer Survival-Games und so gezockt. Wisst ihr, wofür ich jetzt wahrscheinlich einfach so scheiße bin? Aber mittlerweile... Sowas macht Nico halt. Das ist Nico, weißt du? Der baut einen Baum ab.
Aber lässt die Hälfte stehen, damit der einfach nicht despawnt. Und der macht das, der weiß, dass das passiert. Das macht der absichtlich, ich schwöre euch, wirklich. Der macht das wahrscheinlich nur, um mich zu ärgern. Aber gut, das ist auch ein asozialer Baum, irgendwie gefühlt. Wo wächst er hin? Da ist Dirt. Dirt! Dankeschön. So, wunderschön. Ich feiere dich! Dankeschön an Arik HD. Das war tatsächlich die erste Nachricht, die ich gerade gelesen habe. Das war kein Phishing for Compliments. Aber ich feiere mich auch sehr. Ja, einer muss es ja machen. Au, nein. No! Ist da noch irgendwie Holz? Du und dein Holz, Alter. Hör mal auf jetzt. Baum. Die Spawne. Muss ich erstmal den Dick aus der Landschaft hier boxen? Verpiss dich. So, wunderschön. Dann leg ich mal eine Leine an. Dann kannst du Nico nicht verlieren. Nee, ich will ja Nico verlieren. So, ich wünsche mir, er würde einfach fucking despawnen. Aber im Real Life, nein, das wünsche ich mir nicht. Ich mag ihn ja. Aber manchmal wünsche ich mir das schon. Schon krass. Malte, ich liebe deine Videos. Wann darf ich endlich donaten? Hä? Also erstmal kann ich dich davon nicht abhalten. Und zweitens muss dir aber klar sein, dass wenn du was donatest, das halt... nicht notwendig ist. Also ich fühle mich da natürlich sehr geehrt, aber es ist jetzt einfach gerade nichts, was ich brauche. Wenn du allerdings sagst, Malte, ich will aber. Ja, dann mach das halt. Die Sache ist nur, ich werde mir davon halt, also ich werde, wenn wir irgendwas donated kriegen, mir davon halt nichts kaufen, sondern ich werde einfach nur das Geld wieder investen in Streaming-Equipment und bla, hier. Verdorbenes Fleisch. Kann ich eigentlich essen, ne? Ah, ich bin dumm. Oh, so gut, essen. Food ist gut. Krass, ich hatte zweimal Glück mit Vergiftung und einmal Pech. Vier Schüsselchen. Bam, bam. Nein, man braucht zwei unterschiedliche Pilze. Ich bin doch dumm. Das habt ihr nicht gesehen, okay? Diese Schüsseln existieren einfach nicht. Schreibt mal in den Chat, wenn ihr keine Schüsseln gesehen habt. Alter, räum dein Inventar auf! Ich weiß nicht wie. Wie mache ich das schön? Hier, da, das... Oh, warte mal. Oh, das ist neu für mich. Ich habe einfach 54... Wieso habe ich... Mann, die sind hässlich. Geh weg. Granit will ich nicht. Will ich auch nicht. Feder, geh weg. Bäh. So. Und jetzt kann ich ja eigentlich... Das war vielleicht wieder etwas wenig, was ich hier versucht habe zu bauen. Naja. Das kann ja noch größer werden. Ja, ich baue das einfach so. Schön. Das hier müssen wir noch fixen. Das sieht aus wie Hunde. Und es ist nicht schön, wie der weiß. Weiß nicht, warum ich, wenn ich Minecraft spiele, einfach 8 Jahre jünger werde. Oder wahrscheinlich eher 20. Aber es ist so geil. Ich weiß nicht, warum. Weiß nicht, warum macht das so viel Spaß? Hab keine Schlüssel gesehen. Aha, so sieht das nämlich. Das Game heißt Meinsaft. Nein, heißt es nicht. Habe ich noch irgendwas, was ich chunken kann, Alter? Hier, da. Ich baue mir einfach einen Ofen noch hier in der Nähe. Vielleicht sollte auch einfach unsere Base nicht da drüben sein. Also zumindest nicht, wenn wir hier bauen. Ist ja sonst irgendwie ein bisschen nervig. Ganz genau, Alter. So, das heißt, ich brauche eigentlich mehr Wood. What? What is good? 3.303 Milliarden 88 Jahre später, was? Alter Malte, du hättest Mittwoch den Stream von Space Frog sehen müssen. Der war komplett voll mit Googled Malter Nativ. Es tut mir sehr leid für die Space Frogs, ja? Ich habe niemanden angestachelt, das bei einem anderen Stream zu sagen. Dann wiederum können die mich auch am Arsch lecken, weil die Space Frogs mich bestimmt noch nicht gegoogelt haben. Ja, was soll das? Ansage ist raus. So, entweder ihr googelt mich dreimal oder ich zerstöre euch in einem Video. Ne, dann mache ich eine Kooperation mit CSU. Und dann fällt mir die Haare blau und dann zerstöre ich aber alles und jeden. Säureminen, Alter. Scheiß Let's Play. Können wir am Arsch nehmen. Juhu! Du
mach mal die Reebok Nails Werbung. Wieso ist sie gut? Ich habe auch überlegt, also eigentlich bietet sich dieser Kanal ja tatsächlich auch dafür an, dass ich mal eine Reaction auf Werbung mache, die halt genuine auch live ist, weil ich muss es sowieso machen, wenn ich meine Videos mache, ich schreibe ja viel davon und dann sehe ich das ja vorher, aber dann sieht man meine normale Reaktion darauf nicht. Und ich glaube, dass es sehr witzig sein könnte, wenn ich einfach mal sage, okay, ich mache das jetzt live und ich mache aber trotzdem noch das Video dazu, weil vielleicht fällt im Chat auch noch was Witziges ein, was man dazu sagen kann, weil 1000 Augen sehen ja mehr als 2. Und vielleicht brauche ich irgendwann mal eine Brille, wer weiß das schon. Gib mir das, danke. So, 36 Holz. Das reicht. Was ist das? Ah. Bald wirst du öfter gegoogelt als Donald Trumpolin, Alter. Ich glaube, wenn das passiert, Leute, dann werde ich auch einfach Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Dann mache ich das Land wieder great. Guckt euch an. Wäre ich in Texas doch hier schon gut aufgehoben. Wo ist mein Fleisch? Wieso spawnt das so komisch in der Version? Ich glaube, ich habe mich verlaufen, Leute. Wisst ihr noch, wo ich hin muss? Da ist die Geschichte. Das heißt, ich muss einfach geradeaus, ne? Ja. The nose is yucking! Reagier mal bitte auf die neue Coin Master. Oh. Oh nein, oder? Du bist vom Sternzeichen kein Bock, oder? Ja, ich bin kein Bock, das ist richtig. Der hat einfach einen verzauberten Bogen. Lol. Und der hat den einfach abgeschossen. Mach das nochmal, das war witzig. Ey, wir haben darüber geredet. Ey! Ich hau euch mit meiner Ho. Das ist einfach ein Tod, den man sich auch nicht wünscht. Die! 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 Oh Gott, vielleicht sterbe ich jetzt, weil ich einfach dumm bin. Ja. Wir lassen das einfach mal bleiben, Leute, ne? Wie sagt man so schön, wer sich in Gefahr begibt, der kommt denn hier oben. Hör auf mit der Scheiße, es reicht jetzt wirklich. Mann, ey! Dann heißt das Game Ruhepuls 2.0. So, wirklich, der hat irgendwas gebaut. Ist eigentlich irgendjemand anderes noch auf dem Server? So, irgendwie... Kriege ich das irgendwie nicht mit oder so? Ich habe irgendwie Angst, dass Nico gleich kommt und alles in die Luft jagt. Ne, bei ihm kann es entweder absichtlich sein oder versehentlich passieren. Das ist problematisch bei ihm. Erstmal Koks. Nein, ich koks nicht, Leute. Solltet ihr auch nicht. So, haben wir hier schon Weed? Mann, Alter, warum sind Gespräche im Internet immer so doppeldeutig? So, wo ist Nico? Vielleicht muss ich ihn mal anrufen und fragen, ob er noch Bock hat. Nö? Ist ja kein Problem, wenn nicht. Zack, zack. Ich und mein Zaun. Das ist ein neues Lied. Habe ich geschrieben. Mit Liebe. Zack. Oh nein, Daddy, warum ist das da? Daddy, du hast den Vater falsch hingebaut. Mach ihn weg. Ja, mein Schatz. Ist doch gar kein Problem, siehst du? Die spawnt, Bitch! So, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Hör auf, das zu fragen. So, wie breit ist das? 1, 2, 3, 4. Okay. Das ist aber nicht groß. Naja, dann ist das so. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir machen das symmetrisch, weil sonst kriege ich Herpes. Oh, das ist nicht symmetrisch. Naja, Dinge passieren. Ne? Ich kann ja auch nicht die Welt retten. Also nicht einfach so. Kann Greta Thunberg machen. Die kann das sowieso besser. So. Bitte gib mir das Water. Bitte Water mehr. Danke. What is happening now? Ist das gut? Fließt das jetzt oder ist das gut? Ist gut? Okay. Hi. Gute Nacht. Es reicht. Ich gehe wieder schluffen. Ah, guck mal. Du bist dumm. Oh Gott, ich hab vergessen, dass die Sonne nicht scheint. Du bist doch nicht dumm. Du bist super klug. Tschüss. Jenny? Schlafen gehen. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Wo? Ich kann das nicht schlafen. Ich hab den Monster in der Nähe. Halt dein Maul. Guck mal, ich baue das hier zu, dann sind keine Monster mehr in der Nähe. Zack! Mach das ordentlich. Du musst jetzt selber ordentlich, Fräulein. Hallo, hi, hallo an den Chat. Schreib mal hallo zurück, wenn ich mich höre. Malte, du wolltest mich grüßen. Ich habe schon den gelben Lego-Stern gegrüßt. Es reicht jetzt, ja? Ich kann jetzt hier nicht das ganze Alphabet durchgehen. Den ganzen Farbkreis. Sieht's. Sehr gut, Jenny. Jetzt brauchen wir hier noch eine Fackel.
mal, der macht das ja ordentlich. Wieso sind Minecraft-Spieler eigentlich toxisch? Also ich habe im Chat konnte ich es jetzt noch nicht so ganz absehen, aber sind die irgendwie mad, wenn man irgendwas verkackt? Weil ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass das nicht alles perfekt sein wird, was hier passiert, ne? Das sieht so scheiße aus. Das hat alles Nico gemacht. Ich zwinge ihn, das alles aufzuräumen. Hallo, kannst du bitte eine Statue zum Ehren von Coinmaster bauen? Leute, ich habe nicht mal was zu essen. Wie wär's, wenn wir einfach mal die Grundlagen klären im Livestream? Oh, scheiße, du Arschgeiger, Alter. Wehe, du zündest meinen Steg an. Ja. Das ist die Ecke der Schande. Da kannst du mal über deine Sachen nachdenken. So. Und ich glaube... Was ist jetzt los? Ist das Beep-Beep-Beep gemacht? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist jemand im Discord? Mann, das hätte sogar gereicht, aber ich bin fett. Gib mir das. Ja. Ah! Warum fehlt hier... Warum ist das so, wie es ist? Danke. Guckt euch das an. Das ist aber ein tolles Gatter, Malte. Ich weiß. Danke. Coinmaster hat dich gekauft. Hä, was ist passiert? Was war das für ein Sound? Coinmaster Reaction? Habe ich irgendwie... Habe ich eine Donation bekommen? Bin ich dumm? Warte mal. Worüber geht das nochmal? Nicht, dass ich... Ah, ich habe eine Donation. Ich habe wirklich eine Donation bekommen. Warte, sorry. Ich muss gucken. Es tut mir leid, ich habe es nicht mitbekommen. Ach du Kacke. Ich habe 20 Euro von Tami bekommen. Vielen, vielen Dank, Alter, Leute. Da von den 20 Euro werde ich Nerd Factory ein eigenes Studio bauen. Dann hat er endlich damit so viel Platz wie jetzt. Okay, ich glaube, ich werde wieder vom Server gekickt, wenn das so ist. Das ist ein bisschen doof. Wo ist denn dieser Olsen eigentlich? Wo ist denn mein Handy? Olsen? Drücke T, Eingabe drücke oder Controller Steuerkreuz nach rechts, um den Chat zu öffnen. Ilsen wo? So, dann will er wohl wissen, was er mitmachen soll. Alter, es gibt... Boah. Boah, guck mal, wie süß ihr seid. Eigentlich könnte ich ja auch Hühner farmen, ne? Das würde wahrscheinlich schneller gehen, als das jetzt mit den Kühen zu machen. Aber ich brauche erstmal so eine Base, wisst ihr? Das ist einfach... Kann man irgendwie dafür sorgen, dass das... Was soll denn das? Dass man in der Bedrock-Version auch einfach auf die Tastaturknöpfe drückt und der das dann automatisch, also wenn ich jetzt hier 1 drücke, dass das auch auf den ersten Platz kommt, weil das passiert hier einfach nicht und das ist echt annoying. So, was sagt der Olsen? Moment. Ja, habe ich gemerkt, dass du zu spät bist, ne? Kann man ja auch mal Entschuldigung sagen. Nee, gerade noch am Callen. Ah ja, jetzt auf einmal wieder so tun, als würde er arbeiten. Ja, ist klar, ist ja gar kein Problem. Was kostet die Windows 10 Version? Wenn du die normale Java Edition gekauft hast, früher, ich habe das einfach umsonst dazu bekommen. Also ich habe einfach so einen Code bekommen, den ich einlösen konnte. Und ich habe jetzt auch nicht den aller mega krassesten super Hardcore PC und ich bin sehr froh, dass diese Version einfach mit 8000 FPS läuft. Weil bei Java habe ich oft irgendwie, weiß nicht, irgendwie fühlt sich Java an wie so ein Malware-Programm mittlerweile. Deswegen bin ich froh, dass ich hier was habe, was mir ein bisschen funktioniert. Wie macht man nochmal so eine Lampe? Ihr wisst doch, wovon ich rede. Gibt's die hier schon? Oh, ich bin einfach fucking klug, ne? Weil die sind nämlich wunderschön. Die Laternen finde ich richtig geil. Ich wollte gerade sagen, der hat Notch mal was Gutes gemacht, aber das, ich hatte fast gerade Shift geklickt. Ich hätte es einfach kaputt gemacht. Da hat er mal was Gutes gemacht, die Leute von Minecraft. Minecraft. Sehr gut. 5 nice Fackeln. Kauf Nerd Factory. Aber Nerd Factory gehört mir schon. Oh, warum ist das passiert? Oh nein. Ich hoffe, ich kann die abbauen. Oh, Gott bless. Okay. Nichts passiert. Die sehen so cool aus. Ich weiß nicht warum. Die kann man auch gut überall dranhängen. Was hast du denn für PC-Specs? Ein i7 8600K, 16 GB RAM,
und eine 1070 Ti. Also damit kannst du Minecraft spielen, ja, aber das ist halt immer, also ich will halt eigentlich gleichzeitig streamen. Ich will gleichzeitig auch aufnehmen, damit man den Stream halt nachträglich auch vernünftig in vernünftiger Qualität schneiden kann. Und dann brauchst du natürlich, wenn du irgendwie was spielst, was nicht Minecraft ist, dann doch ein bisschen mehr Bums. Schön, dass ich da Cobblestone hingebaut habe. Das war genau das, was ich wollte. Ey. Schön. Schön, schön. Das heißt Eisen. Kannst du deinen Puls anzeigen? Klar, ich kann ihn jetzt einfach hier reinfliegen lassen. Aber ich kenne ihn ja eigentlich immer auswendig. Deswegen kann ich ihn einfach immer anzeigen. Aber ich tatsächlich habe ich nachgeguckt, wie viel ein EKG kostet. Und es gibt Osteopometer oder so. Und die heißen definitiv nicht so. Aber die können dir einfach deinen Puls anzeigen. Dann gibt es aber EKG-Geräte, wo du einen Monitor hast, wo das halt die ganze Zeit angezeigt wird. Und ich will ja kein klassisches EKG, wo du irgendwie dir was auf die Brust kleben musst oder so. Sondern was ich ja will, ist eigentlich so ein Fingerclip oder so, wo es halt nicht so krass nervt. Was jetzt beim Gaming auch nicht so optimal wäre, aber die kosten echt eine Schweinekohle. Also wenn du das irgendwie cool haben möchtest mit Monitor, dann bezahlst du da halt echt, also dann sagen wir mal so, können wir 8 Jahre streamen und jeden Tag 5000 Euro Donations kriegen, dann könnte ich mir davon ein Ding kaufen. Gib doch deinen Ruhepuls ein eigenes Zuhause. Ja gut, ich sitze jetzt gerade bei mir zu Hause, habe ein schönes Streaming-Setup, also ich bin dann noch nicht so bedürftigt. Ich glaube, das Spiel ist gut für deine Nerven. Ich bin mir nicht sicher, weil also noch ist nichts explodiert, aber in den Folgen ist es deutlich stressiger als jetzt hier im Stream. Kommt ein Pferd in der Bar? Warum so ein langes Gesicht? Alter, das ist einfach krass. Das ist einfach Mickey Mouse, Mann. Da darfst du nicht erzählen. Da wird man einfach traurig. Es gibt ja Vorlagen, die muss man nicht machen. Und vor allem, wenn man die Vorlage sich selber gibt, dann kann man das ja auch sehr leicht verhindern, dass das passiert. So. Okay. Ich bin so dumm. Wir machen hier dran noch einen Hühnerstall. Aber wir brauchen auf jeden Fall Chicken. Hi, hab ich was verpasst? Alter, du hast so krasse Sachen verpasst. Oder, Chat? Ihr habt doch richtig... Ihr habt das da mit dem Creeper gesehen, der auf einem anderen Creeper geritten ist und vom Blitz getroffen wurde, ne? Und den Ender Dragon haben wir auch gelegt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich recht habe. Und schreibt mal in die Kommentare, was die geilste Aktion bisher war in dem Stream. Das war richtig actionreich, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, wir haben 2 Hühnchen. Hallöchen. Bedeutet, wir bauen jetzt erstmal... Oh, das ist aber ganz da hinten, ne? Kommt schon mal mit, Alter. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Kommt. 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 Komm mal. Komm mal hier. Kommt. Kommt, kommt, kommt. Put, put, put. Komm hier rein! Junge, bist du dumm? Junge, komm da jetzt rein, Mann. Komm rein! Nein. Nein. Nein! Kommt jetzt hier rein. Ich habe euch gerade geschlagen, aber das war nur ein Versehen. Komm mal, wir gehen hier runter. Komm. Komm. Mann, warum backt das so, Alter? Kommt da jetzt hier rein. Das ist euer neues Zuhause. Wo ist das? Hallo. Ja, dann komm rein. Alter, komm jetzt rein. Was ist denn dein Problem? Komm jetzt hier rein. So. Wichser. Du kriegst ein... Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass man den ja auch... So, die pimpern jetzt. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass man den ja unterirdisch machen kann. Das ist ja viel klüger, oder? Ja. Dann ist das jetzt wohl der Kuhstall, würde ich gerade sagen. Das stimmt, glaube ich, nicht. Ja, da sehe ich doch schon. Das Beste war, als er einen Giant, der auf einem Wither geritten ist, besiegt hat. Ja, siehst du hast was verpasst. Die Leute wissen einfach, was gut ist. Ja, Ruhepuls, Livestreams. So sieht's nämlich aus. Ich wurde sehr oft in den Kommentaren gefragt, ob ich mal was zu der Prank Bros Coinmaster Werbung machen kann. Und die wirkliche Antwort darauf ist, klar, könnte ich machen, aber ich habe da auch nichts mehr Gutes zu sagen. Es ist einfach, ich bin einfach betroffen davon, ja. Und mich macht das einfach traurig.
Aber ich möchte auch eigentlich gar, also die Sache ist, ich enjoy das total mit euch auch, weil ich eben nicht so viel mit anderen Leuten zu tun habe und wir einfach unser Ding machen können, ohne andauernd auf andere YouTuber zu glotzen oder so. Ich find's halt einfach nice, wenn man seine Sachen macht und alle anderen sind einem egal. Und wenn ich halt jede Werbung jetzt mit Bibi und sonst wem auseinandernehme, dann tilge ich halt auch aus dem Leben. Weil, also, ich meine, im Endeffekt machen wir ja nichts anderes. Ne? Also ich mache ja auch Werbung für Sachen. Und das ist auch grundsätzlich einfach erstmal nichts Verkehrtes. Ne? Für gute Produkte kann man ruhig bewerben. Aber mich fuckt einfach ab, dass dann da Arschloch, viel zu viel Kohle irgendwie kriegt für eine Leistung, die ich halt einfach, also die ich einfach nicht respektieren kann, weil sie einfach unterdurchschnittlich scheiße ist. Und das könnte ich natürlich jedes Mal in einem Video sagen, wo mich irgendjemand nervt, aber dann wiederum habe ich halt mit der Person auch nichts zu tun. Also ich nehme halt mit Bibi auch kein Minecraft auf. So. Und ne, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man so ein bisschen da auch so seine Community hat und seine Bubble, und ich habe keinen Bock jedes Mal zu tilten, weil ich die Prankbows sehe und mir denke, Alter, hört auf, ASMR zu machen. Die! Alter 4. Und dann siehst du dir das. Sag mal, Leute, ihr denkt, dass ich noch nie in meinem Leben irgendein Computerspiel gespielt habe, oder? Also ich meine, nur weil ich jetzt erst einen Gaming-Kanal habe, den ich ordentlich bespiele, heißt das nicht, dass ich nicht weiß, was Alter 4 macht. Der macht gute Videos. Und, ne? Ist eine Tastenkombi, die nicht ganz so nett ist. Übrigens bei Mac, Alt und Q ist so wie Alt F4. Jetzt überlegt mal Alt und Q, was macht man damit? Auf Windows richtig Add. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meine scheiß E-Mail-Adresse auf meinem MacBook schreibe und vorher an einem Windows-PC war, dann war Alt F4. Das ist schon deutlich öfter vorgekommen, als ich gerne hätte. Ich habe vergessen, dass das geht. Man kann so coole Wege machen, ne? Das war richtig intuitiv. Jetzt habe ich da einfach drauf geklickt. Nico wird das alles hässlich finden und kaputt machen. Nico ist so ein Mensch, der sowas tut. Hast du vor, die Java-Edition zu holen, / zu spielen? Ich glaube, das kommt, also wenn ich auf Servern und so unterwegs bin, dann ja. Ich glaube, das ist deutlich cooler auf der Java-Version, aber also jetzt zum Aufnehmen, zum Stream, das frisst halt gar keine Leistung. Und ich habe irgendwie 40 Chunks Sichtweite und es ploppt nicht einfach rein, sondern fadet schön weg und so. Dafür hast du halt keine geilen Texture-Packs und keine Shader-Packs und so. Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich will halt eigentlich nur irgendwie so up-to-date wie möglich sein. Hier fehlen jetzt ein paar Sachen, das ärgert mich. Aber dann wiederum, ich habe Minecraft seit 2017 nicht ein einziges Mal ordentlich angefasst. Deswegen ist das sowieso alles neu für mich. Wie geht's eigentlich den Chickern? Wie bist du? Hasenpfote. Kann man die essen? Ich brauch Essen. Vielleicht muss ich eins der Hühner töten. Aber ich habe ja jetzt unlimited Hühner, ne? Weil ich habe ja schon... Oh, ihr habt sogar Eier gelegt, ihr süßen kleinen Schnubbel. Der hat einfach gefressen und wollte nicht pimpern. Was ist denn los? Und wenn ich so ein Stübel Gras ins Maul kriege, dann denke ich mir auch, mir geht gleich einer ab. Wenn ich meine die Minecraft-Welt entdeckt. Leute, ihr versteht das nicht. Also vielleicht ist das für euch nicht neu, aber für mich ist es einfach alles new. So, das ist einfach... Ich weiß nicht, ob es früher schon Blumen gab, aber auf jeden Fall nicht so viele. Das ist einfach hier der Bunker. Ja, okay, du liebst. Und ihr pimpert. Pimpern. Yeah. Ausgezeichnet. Ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich da eigentlich runterkomme. Warte mal. Können Tiere... Chat! Ne, ernst gemeine Frage unter uns. Ja, ihr dürft mich jetzt nicht trollen. Können Hühner Leitern steigen? Drück mal Alt F4. Jetzt hört er mal auf, Alt F4 zu sagen. Was habt ihr davon, wenn ihr keinen Stream mehr seht? Was ist denn los? Werde ich irgendwie geradet oder so und krieg wieder nichts mit? Willst du mal Fallout 76 streamen? Nein, bitte nicht Fallout 76. Fallout 76 macht mich betroffen, weil eigentlich würde ich mir so wünschen, dass das Spiel echt viel Spaß macht. Aber ich kann nicht. Ich kann es nicht mehr spielen. Ich habe so viel Zeit damit verbracht und mich geärgert und einfach... I don't know, man. Bei Y-Koordinate 12 Millionen, die können keine Leitern steigen. Ja, dann würde ich sagen, ist das doch hier der absolut optimale Dingensbums. Bunker. Hier, ich lasse euch drei Blumen hier. Ich muss mein Inventar aufräumen, ihr habt recht.
So, das bedeutet, ich kann das ja eigentlich dann auch schön bauen, ne? Da bauen wir erstmal hier so einen kleinen Weg. Alter, ich wünschte, ich wäre ein Mensch, der einfach begabt ist bei sowas. So ein Bauen und Malen und so, aber das sieht halt einfach nicht geil aus. Naja. Firefox hat die Backen. Halt die Backen. Abonniert Sniper Brawl Stars. Soll ich dich bannen oder ist das einfach eher so ein Jokey? Bei Koordinate 12 gibt's Dias. Leute, ihr denkt, ich weiß nichts, ne? Ihr denkt wirklich, ich bin einfach dusselig. Aber in Wahrheit bin ich super intelligent. In Wahrheit bin ich einfach klug. Guckt euch das an, wie schön das wird. What the fuck? Hä? Ach, weil ich da... Oh, ich bin strunzdumm. Die haben sich da einfach hochgebackt. Was ist denn das, Alter? Ihr sollt mehr bumsen. Ich brauche mehr Hühner. Jetzt fallt da bitte nicht alle rein, Alter. Mann. Ich muss das doch schön machen. Mein OCD ist sonst nicht befriedigt. Ich glaube, die warten da drauf, bis ich damit fertig bin. Ha! Aber ich bin zu schnell. Ah, ich bin schon wieder dumm. So. Malte ist der Minecraft-Gott. In Wahrheit ist der Notch. So sieht's nämlich aus. Ich habe die Scheiße programmiert, Leute. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Das mit Java war vielleicht einfach keine gute Idee. Und dann? Ich sollte das... Warum kann ich keine schönen Dinge haben, Alter? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Ich hab's nicht so gemeint, okay? Ich hab's einfach nicht so gemeint. Es ist einfach passiert, okay? Leute, ich hab's echt nicht so gemeint, Mann. Ich schäme mich wirklich. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Das war nicht gut. Ich bin nicht stolz. Ich finde es süß, dass die da hinten immer hochspringen. Ja, die vermissen wohl einfach ihr kleines fucking Küken, was ich einfach ermordet habe. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist doch scheiße. Jetzt brauche ich, komm, gib mir die Kacke, Alter. Ich brauche fucking Bone Meal. So. Ihr werdet jetzt alle schnell groß, Boysen. Kann ich nicht einfach jetzt... Ich meine, wie funktioniert Bone Meal nochmal? Aha. Okay, das ist ja cool. Das heißt, das kann ich gleich farmen. Aber kann ich die... Wie schnell werden die Hühnchen groß, ist die Frage. Okay, ich vergebe dir. Ich habe es wirklich nicht so gemeint, Mann. So, Wachs, 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 Wachs. Wachs! Junge, du sollst wachsen, du Arschgeige. Wieso funktioniert das nicht? Die werden überhaupt nicht groß. Jetzt... Toll! Ihr sollt Eier legen, wo was drin ist. Ich bin einfach, also irgendwann habe ich das komplett abgemäht, weil ich einfach zu blöd bin, um eine Hühnerfarm zu machen. Ich bin einfach alleine komplett aufgeschmissen, habe ich das Gefühl. Ich war produktiver, als Nico mich genervt hat. Aber vielleicht ist das einfach so meine Lebenseinstellung, dass ich auch Dinge brauche, die mich nerven, damit ich funktioniere. Was ist er? Junge, Entschuldigung! Entschuldigen Sie, Sie sind auf meiner Rasenfläche. Hast du noch keinen englischen Garten gesehen oder was? Guck dir mal an, wie ich hier gemäht habe. Hier, du kannst eine Blume haben. Wieso spucken die mich an? Sag mal, diese Lamas, ne? Die finde ich wirklich süß.
Kann ich die vielleicht haben? Was passiert, wenn ich dich töte und dann deine Lamas nehme? Was passiert, wenn ich ihn nicht töte, weil ich Angst habe, dass die Lama mich dann töten? Ich will die Lamas haben, aber ich habe keine... Guck mal. Und was passiert? Warte, ich brauche ein bisschen Erde, sonst funktioniert mein Plan nicht. Was passiert, wenn du jetzt noch... Scheiße, aber das eine Lama kann ich noch... Ha, lass mich... Nein! Ach, ihr seid so blöd dafür. Das macht doch keinen Spaß. Komm mal wieder da raus. Hopp. Komm da raus jetzt, Junge. Geh da jetzt hoch. Genau. Du gehst da hoch. Und dann bauen wir den Arsch da... Mann, Alter, ihr seid so blöd zum Scheißen, ne? Muss ich dir jetzt erklären, was du machen musst, um... Okay, geh da hoch. Komm. Junge, beweg dich, was ist dein Problem? Ich will ein Lama! Nein, nein, geht da raus! Junge, wir schließen ihn ein. Der ist nicht mehr euer Meister. Ihr seid frei. Ja, genau. Hä? Hä, wie kann denn die Schnur durch die Wand gehen? Entschuldigung, Dodge, das ist aber nicht realistisch. Hallo. Ja. Dann geh ich jetzt mal schlafen, guck, was passiert mit dir, ne? Wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Die Viecher, die explodieren, fasst die besser nicht an. Hat er gerade gespuckt? Klingt aber wie in der Berliner U-Bahn. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir noch was zu futtern? Ich bin so arm, ne? Es ist unglaublich. Wahrscheinlich ist es zu sterben einfacher als alles andere. Aber wir können uns ein Brot machen, I think. So. Nein, Wachs. Ja, wachst. Wachst! So, das war doch erfolgreich. Alter, es laggt. Warum? So, nice. Das heißt, wir können uns theoretisch 5 Brote machen und wir haben einfach unendlich viele Samen. Wie wir hier. Oh, ich habe das nicht symmetrisch gebaut. Das tiltet mich so krass, aber es ist in alle Richtungen nicht symmetrisch. Es ist einfach nur scheiße geworden. Das ist irgendwie dieselbe Farbe. Ich bin farbenblind. Fällt mir total schwer zu sehen, ob die jetzt schon fertig sind oder nicht. So. Tür. Alter, wieso werden da alle möglichen Leute die ganze Zeit gemutet im Chat? Was ist denn los? Seid doch mal ein bisschen entspannter. Gönnung! Oh, das ist aber schön, oder? Das macht der Schäder aber toll. Toll. Schlafen. Jenny, it's time to sleep. Bau ein Grab für Babyhuhn. Na, eigentlich habt ihr recht damit. Jenny, hör auf mit der Scheiße. Du machst wieder alles kaputt. Ich will ein Grab bauen. Alter, da. Okay, wow. Töte die Lamas, die mit den Leinen an ihn gebunden sind. Nein. Nein, warum soll ich das tun? Das ist grausam. Ich will nicht, dass er lebt. Ich will, dass die Lamas mir gehören. Jo. Ja gut, dann kommt doch mal mit. Ja, unsere ersten richtigen Haustiere. Jenny zählt nicht, die ist dumm. Oh, die hat sich einfach fast selbst gekillt. Denkst du nicht, du brauchst einen Moderator für den Chat? Ja, kriege ich nächstes Mal bestimmt organisiert. Aber wenn du das spammst, dann muss ich dich ja weg moderieren. Press F to pay respect. Thank you. Thank you so much. Shit, I forgot I have to feed them. Also erstmal müssen wir ja ein Grab bauen für Babyküken. Babyküken. Das ist auch wie Baby, oder?
Das heißt, Mann, ich werde so arm sein. Kann ich das so machen? Ja, das wird gehen, oder? Genau so und nicht anders. Also, was ich immer gerne machen würde, wäre den Friedhof hier hinzuknallen. Ja? Und dann würde ich so machen. Also ich will schon ein Kreuz haben. Das geht ja eigentlich so, ne? Alter, der kriegt einen Graf, was aber mehr wert ist als seine ganze Familie. Brauche ich wohl noch einen Block, ne? Kann man das wieder zurück in Samen machen? Natürlich nicht. Ich bin einfach zu dumm für Minecraft, ne? Ich bin auch traurig, dass einfach Baby Schaf, wie heißen die Viecher, Babyhuhn gestorben ist. Verpiss dich, Sonnenblume, du bist hässlich. Ah. Babyhuhn mochte Sonnenblumen auch nicht. Na, wie geht's? Babyhuhn mochte am liebsten Zombies. Was ist mit ihm, Alter? Er feiert seine Party da unten. Okay. Tschüss. Sag mal, warum gibt es hier so viele Wasserleichen, Alter? Geh mal weg. Einfach gern. Nimm Samen für wachsende Hühner. Okay. Okay, tut mir leid, Bruder. Hey, Alter, weißt du, ein Trimax? Okay, Trimax ist da. Gib mir meine Samen. Samen bitte her! Ich brauche alle Samen. Gib mir eure Samen. Lieber nicht. It's time. Was ist eigentlich mit diesem Herrn Olsen? Muss leider noch was ändern. Naja, okay. Ich glaube, wir brauchen noch einen Eisenblock. Weil das sieht irgendwie komisch aus. Das müsste noch ein, zwei da oben sein. Oh Mann, Alter, Babyschaf ist voll... Babyschaf. Das ist voll teuer, die Kacke. Der Tod ist teuer, Leute. Merkt euch das. Alter, die haben ja sich richtig belagert, ne? Wachs. Sehr schön. Wir sind aber immer noch nicht so wirklich reich an Nahrung geworden. Ich frage mich, ob ich mir einen Golem daraus bauen könnte, weil das wurde gerade im Chat vorgeschlagen. Aber das soll ja das Grab für Babyhuhn sein. Ich glaube, wir müssen erstmal das Schild machen. Dann können wir uns eigentlich mal ein Schild... Wie baut man ein Schild? So? So? Wie macht man ein Schild? Schild. Da. Nehme ich. Das ist schon mal gut, wenn wir den einfach mal ausgerüstet haben, glaube ich. Grundsätzlich ja erstmal eine gute Idee. So. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne einmal... Miau, als Maul. Jenny, halt deine Schnauze wirklich jetzt. Ah, ja, dann klaue ich wohl Olsens Zeug, ne? Dinge passieren. Oh, und ich habe hier noch ein Steak. Ich meine... Wer würde denn Rinderfleisch in einem Ofen braten? Das ist nämlich fucking weird. Das ist einfach. Da würde Gordon Ramsay dir zwei Scheiben Toast an der Backe halten und fragen, ob du ein Idiot-Sandwich bist. Vielleicht brauche ich irgendwann mal einen anderen Helm. Aber das ist, glaube ich, erstmal egal. Oder, Jenny? Geht's dir gut? Hier. Kannst ein Schild haben. Hä? Sag mal, was ist denn das für eine Begrüßung hier? Da geht man einmal baden und kriegt direkt irgendwie Hepatitis C. Weil die Leute sagen, ich dürfte daraus einen Golem machen. Weil dann würde die Seele von Babyhuhn in den Golem reingehen. Aber was sagt denn der Rest von euch? Soll ich jetzt ein Grab bauen oder ein Golem? So, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich bin überfragt. Babyhuhn.
Er war ein Ehrenmann. 2019 bis 2019. Babyhuhn, er war ein Ehrenmann. Und jetzt ist er tot. Rip. Der Cringe des Tages geht jetzt los. Nein, wir spielen Minecraft. Das ist kein Cringe. Junge, Alter, was hast du erwartet, als du auf einen Minecraft-Stream geklickt hast? So. Golem, Grab, Grab, Golem, Golem, Golem. Mann, Alter, das funktioniert überhaupt nicht. Wir brauchen mehr Hühner. Golem, Grab. Was denn jetzt? Ihr sagt also Golem, Grab, Ehrenhuhn. Golem, Golem. Grab, Golem. Tja, dann müssen wir jetzt wohl ein Grab, Golem daraus machen. Wie geht das nochmal? Ich muss den hinstellen, ne? Kann ich aus den Ingots wieder. Aus dem Klumpen wieder die Ingots machen? Geht das? Cool. Dann so. Und dann mache ich mir eine Schere, ne? Und dann so. Und dann kann ich die. Kann ich so machen. Und dann kann ich den so abbauen. Und den dann auf den Kopf setzen. Ist das in. Alter, die Leute rasten ja richtig an. Was ist denn los mit euch im Chat, Leute? Ich frage mich, ob das funktioniert, wenn da noch ein Schild drauf ist. We will see. Okay. Bei der Macht von Grayskull, Alter. Cool. Du bist jetzt Babyhuhn. Tschüss. Bleibt der auch hier oder läuft der jetzt weg? Weil es ist gerade irgendwie echt traurig. Mach's gut, Babyhuhn. Tschüss. Gut. Kürbiskerne. Ja, die kann ich ja anbauen, ne? Geh in den Spalt. Leute. Haben wir denn unser Food-Problem eigentlich langsam unter Kontrolle? Ich glaube, ja, nicht. Kann ich den hier noch irgendwo anbauen, sodass der nicht kacke ist? Die brauchen ja ein Space. Also, das funktioniert doch, wenn ich das hier hin mache und dann da die. Und dann würde der Kürbis jetzt entweder auf die Seite wachsen oder auf die, ne? Weil der hat ja genug Platz. Ich glaube, das funktioniert. Junge, jetzt hör auf, in die Kommentare zu schreiben, dass ich die Samen nehmen soll, weil dann passiert sowas hier. Weil du mich jetzt gestresst hast, habe ich das kacke gemacht. Ist alles deine Schuld. Ich hoffe, du bist traurig. So. So sieht's aus. Ich muss richtig krass pissen. Was mache ich, wenn ich in einem Livestream auf Toilette muss, Leute? Ist alles neu für mich. Kann ich denn einfach gehen? Kommt ihr dann einfach mit? Irgendwie alles komisch. Ich bin aber nicht satisfied. Also ich glaube, wir brauchen eigentlich noch ein Alternativgrab, weil das ist sonst echt ein bisschen lame. So, also ich meine, das ist halt gestorben, das Vieh, ne? Das wäre eigentlich schon nett, wenn das ein bisschen appreciated wird. Es hat ja nicht mal was gebracht. Wisst ihr, es war jetzt nicht so, dass ich davon irgendwie Fleisch hatte oder so, sondern es ist ja einfach nur tot umgefallen und war useless. Ich glaube, das kann ich nicht schön machen, oder? Oh, hi, Alter, er wird einfach eine Lampe, oder was? Tschüss. Weg mit dem Kack. Geh einfach, geh pissen, dann geh doch zu Netto. Kann ich darauf ein Schild machen? Ja, das geht auch. Babyhuhn! So, der kriegt jetzt keine Widmung mehr. Ich gucke einfach mal in den Chat. Mach doch was du meinst, Minjung. Wer ist denn nett? Wen mag ich denn? Wie lange streamst du noch? Du darfst nicht auf Klo gehen oder wegatmen. Guck mal, wir nehmen einfach mal den guten. Wer von euch ist der Pate von Babyhuhn? Ne? Ich überleg mal, geh kurz pinkel, bin gleich wieder da. Wird geil. Kann ich jetzt hier. Wie läuft denn das? Nee, kann ich nicht. Ich kann so machen, aber das bringt euch ja auch nichts. Aber ich glaube, ich sollte vielleicht einmal kurz ins Bett gehen, weil sonst wird das hier alles komplett RIP sein.
im Hintergrund Hypixel Skybox laufen lassen und bei Malte beim Minecraft-Spielen zuzusehen. Ich weiß, Leute. Es wird auch gleich noch ein bisschen actionreicher. Nico hat nur zwischendurch noch was reinbekommen an Arbeit, was natürlich ein bisschen wichtiger ist als ein Minecraft-Stream. Ne, kann man jetzt drüber diskutieren. Ich finde, Minecraft ist das Wichtigste auf der Welt. Und ich gehe jetzt pinkeln, weil sonst wird es schwierig. Bis gleich. Und überlegt euch schon mal, wer der Pate für ein Babyhuhn ist. Babyhuhn ist wichtig. Bis gleich. Ich brauche mein Handy. Leute, ich habe mir extra nicht die Hände gewaschen für euch, damit es schneller geht. Bin wieder da. So. Haben wir denn schon einen Paten? Jenny, halt's Maul. Tür. Mann, jedes Mal... Ich muss das, glaube ich, hier verlängern. Sonst fahre ich jedes Mal ins Wasser. Das ist halt fucking nervig. Wer hat die Kacktreppe da gebaut? Die ist sauscheiße. Babyhuhn. Rip. Alter, what the fuck? Babyhuhn. Babyhuhn-Golem. Der fickt ja alles. Der ist ja übel krass. Cool. Dass das schwebt, ist ein bisschen uncool, aber nun ja. Wir bauen das nochmal ab, weil wir brauchen jetzt einen Paten. Darf ich bitte die Patentante werden? Guck mal, Luna 12. Babyhuhn. 2019 bis 2019. Pate Doppelpunkt Luna 12. Kann man da wieder zurückgehen und ein Leerzeichen machen? Geil, Minecraft ist cool. Oh nein. Okay, kann ich... Ist vorbei jetzt? Nein! Mann, Alter, Malte. Babyhuhn habe ich heute 20.000 Mal geschrieben. 2019 bis 2019. Pate. Luna. Mann. Luna 12. Und jetzt Escape. Geil, fertig. Da, so sieht's aus, wenn man sich Mühe gibt, Leute. Wo wollt ihr zwei hin? Geht's euch gut? Kann man euch scheren? Nee, aber ich kann nicht reiten. Hör mal auf, Alter. Ich dachte, ich könnte dein Fell ernten, um mich zu wärmen. Oh lol, was passiert? Das sind immer noch... Es ist ein Huhn mehr geworden. Cool. Bringt irgendwie nicht so viel. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so die effizienteste Möglichkeit, Essen in Minecraft zu kriegen. Aber ich mag mich ja auch irren. Da vorne ist ein Huhn. Ist hier schon irgendwas? Ist das fertig? Oh Gott, wo ist der Samen davon? Da. Okay, ich habe 3 Samen. Das heißt, ich kann das eine Huhn einfach trappen. Oh, komm her, Hühnchen. Komm her! Bruder. Komm her oder Coinmaster-Fan. So sieht's aus. Komm her. Komm, put. Beeil dich jetzt, Arschloch. Ich hab keine Zeit dafür. Ich wäre fast in die Schlucht gelaufen wegen dir. Wie weit ist noch? Geht. Komm. Komm! Komm, Mann. Komm. Komm hier rein. Ach, scheiße, du bist so blöd, um da reinzugehen, ne? Das heißt, wir brauchen eine Schleuse. Wir schleusen dich da ein. Komm hier rein. So.
Jetzt können wir die Schleuse bauen. Das heißt, wir müssen jetzt klug sein. Ne? Darf ja niemand ausbrechen aus dem Gefängnis. So, Schleuse wurde gebaut. Damit wurde der Bunker auf der etwas vergrößert. Mann, geh doch da raus, Alter. Och, Hühner gehen mir so auf den Keks. Und die sind auch die ganze Zeit so laut und gackern rum, ey. Das ist asymmetrisch! Eck. Wieso sind die jetzt alle da in der Ecke? Begrüßen die irgendwie den neuen Freund oder wollen die sich da verstecken? Geh mal bitte aus der... Geh mal da raus. Genau, geh mal da... Geh mal da... Geh mal da nicht hin. Gut, danke. Bau dir eine Angel. Ich baue hier alles, Leute, ne? Wir sind ja ganz am Anfang noch. Wir sind ja ganz am Anfang. So, ich habe jetzt ein bisschen Weizen. Ich würde sagen, die nächsten Tiere, die wir brauchen, sind ja ganz offensichtlich Kühe. Scheiße, wir haben die alle ermordet, oder? Oh nein. Machen wir erstmal ein Brot. Ich will der Pate sein. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ne, du kommst zu mir an der Hochzeit meiner Tochter. Ich bin hässlich und ich bin stolz drauf. Na gut. Jedem das Seine, ne? Wo sind die Kühe? Wo sind die Scheißkühe? Wo sind die fucking Kühe? Das ist ein Huhn, das ist ein... Oh lol, da vorne ist ein Dorf. Hallo? Ist das Dorf, was wir schon beklaut haben? Ich dachte, wir wären deutlich weiter weg als das, aber... Scheinbar ist es dasselbe Dorf. Gibt's hier noch Leute? Also, wohnen hier noch Menschen? Bernhard, du musst ja noch drin sein, oder? Bernhard tot? Bernhard nicht mehr da. Hier ist ja doch nichts mehr, ne? Ich hab das ja auch... ich glaube, das ist verlassen, das Dorf. Eine Musch! Noch eine Musch! Leute, wir brauchen Fisch. Für die Musch. Oh, ein Pferd! Oh, eine Kirche! Leute, ich brauche die Steine, die sind schön. Cool, das gehört auch mir. Ihr braucht das alles nicht. Ihr seid doch eh schon alle tot. Oh, diese Mossy Stones sind richtig schön. Ich weiß nicht, ob man die selber craften kann, aber ist einfach geil. Gib mir das! Ihr werdet einfach alle ausgeraubt. Ausgezeichnet. So. Mossy Stone, gib mir das. Gib mir das. Und hier oben gibt es ja auch noch was. Mossy Stone. Oh, dann nehme ich mit. Hui. Danke. Wieso? Hier lebt ja wirklich noch jemand. Guck mal, ich könnte mir eine Karte machen. Kein Bock drauf gerade, aber wieso mache ich mir denn die Mühe, wenn die einfach pimpern können? Und dann werde ich die einfach irgendwann alle zu mir bringen. Hallo, wer bist du? Wow. Okay. Will ich nicht. Und du? Geht's dir gut? Was bist du? Du hast einen Sonnenhut auf? Du bist ein Ghetto-Chiller, ja? Alter, das lohnt sich natürlich sehr. Danke. Oh, das lohnt sich wirklich. Kohle? Kohle? Alter, ich muss zurück. Ich brauche die Kohle, Alter. Das ist ja insane. Junge, du bist krass. Komm her. Tut mir leid, dass ich das jetzt so drastisch machen muss, aber bleib. Ja, genau. Ich komm gleich wieder. Hier wird niemand einbrechen, okay? Bis gleich. Kohle, Leute. Kohle habe ich ja viel. Und wenn ich mir aus der Kohle die richtige Kohle machen kann, um mir was zu gönnen, instant engage, Leute. Ich habe dem ganzen Haus übrigens alle Türen geklaut. Nico hat das da gemacht. Und es ist eine absolute Katastrophe gewesen. Aber die sind offensichtlich nicht sauer auf mich. Warum auch immer. Ich weiß nicht mehr, wo unser Haus ist. Doch, da hinten. Food. Als ob er in den Chat guckt und euch allen antwortet, Leute. Ich
Antworte natürlich. Ich antworte vielen. Kannst du mich bitte grüßen? Nein. Mag ich nicht. Wenn ich einen grüße, grüße ich alle. Ich grüße alle vom Chat. Bam! Damit habe ich dich gegrüßt und noch viel mehr. Ne? Da ist doch jeder dann auch glücklich. Man muss sich ja nicht immer nur besonders fühlen. Man ist ja besonders, weil wir eine Community sind. War cool, dich am Freitag von der Gamescom getroffen zu haben. Liebe Grüße, Alexandra. Ja, Grüße gehen raus. Ne? War auch geil, dich zu treffen. Ist ja immer, Gamescom und Co. sind einfach immer was Besonderes. So, ich brauche leider noch ein Brot, weil meine Ernährung ist hier irgendwie gerade ein bisschen scheiße, wenn man das mal so sagen darf, ne? Aber hier spammt doch niemand. Wer macht nur drei Zuschauer? Ah, gib mir das. Das ist deutlich weniger, als ich irgendwann mal hatte. Wo ist das Ganze? Aha. Aha. Oh, hier ist sogar eine Angel. Und wir gehen jetzt schlafen. Jenny, schlafen! Schön, WoW, Classic und nebenher Ruhepuls. So sieht das aus, Leute. Das ist eine gute Mischung. Ich habe Minecraft sehr lange nicht gespielt und ich habe viel länger WoW nicht mehr angepackt. Hab das damals mit meiner Freundin gezockt und wir haben so über Sommerferien, wo man noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das normal war oder immer noch ist, 6 Wochen frei hatte von der Schule. Hatte der davon eine Goldarmor, geil, gönn dir, Bruder. Das ist einfach Gucci-Boy. Und wir haben einfach die ganzen 6 Wochen lang nur WoW gezockt und aber sie hat mich halt durch alle Instanzen durchgezogen, weil sie halt krasser war und schon länger gespielt hat. Es hat ja gar keinen Spaß gemacht, wenn man durchgezogen wird. Das war schon witzig, weil wir viel PvP gemacht haben und damals war noch die Parler-Bubble so übel OP. Aber wenn du die Story nicht mitkriegst und auch nicht so die alte Zeit, ist es, glaube ich, echt schwer damit anzufangen. Und ich weiß nicht, ob WoW Classic vielleicht echt nur für die Leute ist, die das vermissen. Und ich kenne das Gefühl halt gar nicht von dem Spiel. Weil für mich war es halt, ja, da gehst du schnell hin, dann holst du dir die Erfahrung und dann ist das alles schön. So, ist er noch da? Is this still your deal? Ja, 6 Emeralds dafür. Und ich habe keine Kohle mehr. Das ist vielleicht ein Deal, den ich hätte eingehen können, aber nicht müssen. Was kannst du? Junge, verpiss dich, Alter. 4 Emeralds für Schuhe, Alter? Das ist wirklich Gucci Boy. Bah. Was für ein Arschloch, Alter. Dem klaue ich erstmal sein ganzes Gesöcks hier. Ist alles mir jetzt. Kann doch echt nicht wahr sein. Ist das hier das, wo ich schon drin war? Nö. Cool. Da sage ich mal, vielen, vielen Dank. Die waren sehr arm und jetzt sind sie noch ärmer, dank mir. Wo ist mein kleines... Aha. So, ihr müsst mehr Kinder machen. Fickt. Ficket, damit ich mehr Kinder kriege. So. Hast du einen Lieblings-Energy-Drink? Nee. Ich mag alle nicht. Also wenn man mal ehrlich ist, Energy-Drink trinke ich jetzt nicht aus Geschmack. Ja, also ich trinke jetzt hier einen Ultra, weil der gerade im Laden im Angebot war. Aber jetzt nicht so, als würde ich den... Also ist... So wie mit Kaffee. So Kaffee schmeckt auch irgendwie okay, aber es ist jetzt nicht so, wo man sich denkt, boah, ich muss Kaffee jetzt trinken. Es ist einfach nur ein Getränk, was man trinkt, weil man müde ist. Es ist jetzt nicht was, wo man sich denkt, boah, ich hab jetzt schon Lust auf diesen Geschmack. Ich hab jetzt schon Lust, dass meine Leber stirbt. Warte mal, ich habe doch 2 Leinen, oder? Ich kann doch einfach mit den Leinen... Ich habe die Katze vergessen. Ich brauche noch mehr Muschs. Hat der ein gutes Angebot? Entschuldigen Sie, ich möchte handeln. Du bist also Mr. Gucci. Dann verpiss dich, Junge. Junge, Alter, da muss man wohl mal einmal kurz durchgreifen, ne? Tschüss.
Gibt es hier Moderatoren? Ja, es gibt einen Chatbot und es gibt halt erstmal mich. Aber wir sind ja gerade erst am Anfang. Ja, es wusste niemand. Okay, krass, das kann man natürlich auch machen. Es wusste niemand, dass ich streame. Und also ich habe Leute, die das bestimmt machen würden, aber ich traue mich nicht zu fragen, so bevor ich nicht einfach schon mich um alles andere technische und Co. gekümmert habe. Deswegen. Eingabe oder Controller, Steuerkreuz nach rechts. Deswegen ist es jetzt gerade noch ein bisschen Wild West im Chat, aber das ändern wir auch noch. Ich gehe aber davon aus, dass ihr das auch ein bisschen gegenseitig überprüfen könnt, wie die Leute so nerven. Hast du schon S2 gesehen? Nee, ich habe auch sehr lange also den ersten Teil von S nicht gesehen. Und das habe ich jetzt aber nachgeholt. Und ich werde auch den zweiten Teil sehen. Also den ersten fand ich ganz okay. Jetzt nicht so geil, wie er jetzt nach dem Hype ankam, rüberkam bei mir. Entschuldigung. Mann, Alter, hör doch auf. Der ist nicht so gemein, Entschuldigung. Kriege ich die? So, die bleiben doch eh zusammen, oder? Oder muss ich die einzäunen? Ich glaube, ich muss jetzt einen Zaun für die bauen, sonst wird das schwierig hier. Ja, es sind immer so tausende Aufgaben hier auf einmal. Dann, das ist wie Arbeit. So, so viel brauchen wir bestimmt gar nicht, oder? Ja, eher so ein notorischer zu wenig Bauer. What the fuck, Milo is on! Oh ja, Leute. Dann würde ich aber sagen, geilo Milo. Geh da mal einen Schritt. Mach doch. Mann, bitte. Mann, ich will das nicht. Mann! Mann, ey! Lass das jetzt! Hört auf, hier irgendwie rumzutanzen. Okay, das muss jetzt erstmal so reichen. Ich hab vergessen, einen Dick zu bauen. Aber man kann doch Carpet oben drauflegen, oder? Geht das auch mit. Hiermit? Geht das? Kann ich da drauf springen? Oder geht das nur mit. Ja, es geht nur mit Teppich. Schade. Ja, ich meine, das Weizen wird jetzt schon nicht einfach so weg. Ah, shit. Kann ich das von hier einsammeln? Gib mir das. Nein, bitte gib es mir. Gib es mir. Ja, hat funktioniert. Geil. So, perfekt. Geil. Es kommt doch alles langsam irgendwie ein bisschen zusammen. Na, den können wir noch fixen, den Zaun. Sieht aus wie bei Himmels unterm Sofa. So, geil. Er wollte auch meinen Panferno. Was? Da gucke ich einmal. Musik leicht zu laut. Kein Ding, Leute. Ich bin doch Profi. Ich kann das doch fixen. So. Spiel fortsetzen. Werde ich jetzt wieder vom Server gekickt oder ist cool? So, wir holen uns jetzt diese dummen Kühe und die gehören an mir. Der Flamingo, der 13. Flamingo kommt sonst um 19:30 und stiehlt deine Energy Drinks. Hä? Malte, hol dir eine Stute. Leute, ich hol mir alle Tiere in Minecraft. Ich will auch nachher einen Papagei haben. Schönen guten Tag. Wer hat die Geräusche für die Minecraft Villager eigentlich gemacht? Das ist einfach, der muss einfach ein Genie gewesen sein. So, Dele. Da sag ich mal. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Und wir gehen jetzt hier raus. Komm. Komm. Kommt schon, Leute, wir gehen. Alter, wenn die vier mitkommen, war das ja absolut worth, was hier passiert ist, ne? Ja, ihr kommt auch noch mit, Alter. Wir machen Karawane. Was kommt als nächstes? Kommen die Schweine auch noch? Ich glaube, Schweine mögen kein Weizen, oder? Hallo? Ne, die sind nicht so interessiert. Na gut, dann nicht. Geil, aber sonst absolute geniale Ausführung eines absolut genialen Plans. Haben wir schon die. Ne, die sind alle noch da. Cool. Hoch. So, Alter, das läuft ja wirklich, Alter. Oha, was ist das für ein cooles Spiel? Das hier ist Cube World. Es kam 2006 mal raus, dann haben die Entwickler gesagt, sie machen Updates und dann kamen die nie. Aber jetzt kommt es wieder.
Alter, das ist einfach, wie viele Tiere kommen denn mit? Stell dir vor, das wäre im Real Life so. Du hast einmal irgendwie ein Stück Brot in der Hand und dann laufen dir einfach 20 Schafe hinterher. Krass, Alter. Wir haben, glaube ich, nur ein Ding verloren. Das ist ja insane. Ich schleppe ein paar Kühe ab. Ja, Leute, nicht nur Kühe. Ich habe einfach 5 Schafe oder so noch am Start. Was ist denn das? Komm. Kommt. Wir gehen alle hier rein. Wir passen. Oh, ihr seid so fett, ne? Oder zu dumm? Komm. Kommt! Oh nein. Die Leashes sind abgegangen, weil die Kuh zu fett ist, um da durchzugehen. Die sind einfach zu dick dafür. Nein! Nein! Kacke! Komm die rein! Schnell! Ja! 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 Ha! Okay, also ihr nervt mich ein bisschen. Oh wow, Alter, das ist ja eine richtig gefällige Kuh. Ich baue jetzt natürlich noch einen Stall dafür, das ist ja sonst ein bisschen dumm. Machen wir einfach hier so ein kleines Gatter noch nebenan, das reicht erstmal. Ich meine, das sind ja auch erstmal die Kühe, die nachher ein Burger werden, ne? Da muss man sich ja keine Mühe drum geben. Das ist ja kein Problem, wenn es in Scheiße geht. So. Ben! Ben! Ben. Was sagt ihr? Spitznamen als Malle oder Mülle? Mülle ist ein guter Spitzname, was ist mein Problem? So. Ich hoffe, mein Plan funktioniert jetzt. Dass wenn ich das einfach aufmache. Warte, dann kann ich ja hier direkt die Tür reinsetzen, oder? Oh Gott. Ich sehe ihn. Ich habe ihn in meiner Peripherie schon gesehen. Verpiss dich, Junge. Nein, lass das doch mal an, Alter. Ich war noch nicht fertig. Hier, nimm einen Schlag von der Schaufel. Junge. Ja, was willst du jetzt machen? Got him! So, jetzt bouncen wir, gehen schlafen, streichen Jenny, komm wieder. So sieht's aus. Geil. Oh, ich hab vielleicht die Tür offen gelassen. Hast du hier alles beschützt, Jenny? Jenny, schlafen. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Mann, das stimmt doch. Jetzt nicht schlafen. Jetzt laber mich nicht voll, Junge. Lass mich schlafen. Bett ist zu weit weg. Hä? Du kannst jetzt nicht schlafen. Warum? Es sind Monster in der Nähe. Wo sind denn hier Monster, Alter? Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster. Aber ist doch egal, ob die in der Nähe sind oder nicht. Die kommen doch hier nicht rein. Meine Tastatur ist stuck. Oh lol, was passiert jetzt? Du kannst jetzt nicht schlafen. Hallo. Es sind Monster in der Nähe. Du kannst jetzt nicht schlafen. Es sind Monster in der Nähe. Mann, das ist echt nervig. Du kannst jetzt nicht schlafen. Ich verstehe nicht warum. Es sind Monster in der Nähe. Jenny, du darfst nicht mitschlafen. Wir haben etwas vor. Scheiße. Aha. Oh scheiße, sterbe ich jetzt selber, weil ich in... Ah, okay. Das Game ist nicht gecrashed. Warum auch immer das jetzt da funktioniert hat, wer weiß das schon. So. Keine Ahnung, ich wollte irgendwas mit diesen Leitern anstellen. Weg damit. So, geil. Haben wir noch Food? Ich wollte mich um Essen kümmern und wir haben einfach nichts. War nix an Essen. Katastrophe. Absoluter Fail. So, zack, zack, zack. Au. Zack. Wer war das? Da hinten, von da. Ich glaube, takt. Dem hau ich aufs Maul. Oh ne, das schaffe ich schon wieder nicht. Mann, lass mich in Ruhe, bitte. Schieß den da ab. Au. No. Nein. Nein. Bitte, mach das doch nicht, Mann. Nein. Nein. Da sitzt ein Loch. Och, Mann, oh. Das ist doch scheiße. Warum ist Minecraft so? Die wurden nur erfunden, um mich zu nerven, die Viecher. Jetzt reicht das wieder nicht, ne? Mann.
ein hässliches Loch jetzt wieder hier drinne. Was essen eigentlich Lamas in dem Spiel? Alter, da kommt die ganze Meute. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Schafe mit den Kühen trennen will, von den Kühen trennen will, aber... Hä? Wieso ist denn das jetzt so rum? Das ist doch total strunzdämlich. Warum würde das so rum da drin sein? Was? Okay, also eigentlich... Weiß ich, also die Aufteilung ist jetzt halt ein bisschen dumm. Kacke, kriege ich die irgendwie getrennt voneinander? Ja. Und eins wird sterben. Bin ich da auch lang? Scheiße, ich bin dumm. Nein, Alter. Oh, das überfordert mich total gerade, was hier passiert. Mann, ich habe zu wenig Holz. So, geht das jetzt oder nicht? Hallo? Nein. Kann doch nicht wahr sein. Mann, wenn ich das abbaue... Aber ich kann so machen. Aha! Ja, das ist jetzt natürlich... Kollateralschaden gibt's immer. So, das heißt, ich kann das aufmachen. Aber wenn das eine Schaf hier reinkommt, werde ich es auch umbringen müssen. Komm jetzt. Lass mir nur. Komm jetzt hierher, Kuh! Alter, das ist einfach unmöglich, ne? Die sind so dumm, die Kühe in Minecraft. Komm jetzt hier rein. So. Da hinten die Tür mal mit zu. Und eine Schaf bringen wir um. Alter, das war die komplizierteste Art und Weise, wie man das hätte lösen können, das Problem wahrscheinlich. Das tut mir sehr leid. Das hat mir wehgetan beim Zuschauen. Aber, if it works... It ain't so stupid, ne? Servus, moin, moin, guten Tag. Ja, den guten Tag zurück, sag ich dir mal, ne? So. Und wir haben wieder etwas Meat. It's time for Fleisch. Zack. Rein damit. Bisschen relaxen, bisschen was futtern. Was sagt der... Oh, was sagt der Chat? Lol, streamst immer noch. Ja, natürlich, Leute. Also, es ist jetzt nicht nach 5 Minuten vorbei, ne? 5 Minuten wäre ein bisschen wenig gewesen. Aber was ist denn eigentlich mit Nico? Kommt der heute noch? Hat er noch Bock? Wer weiß das schon. Ich glaube nicht. So, aber wir haben ja unser Essensproblem. Erstmal halbwegs unter Kontrolle, habe ich den Eindruck. Ja, wir haben hier ein bisschen Wheat. Scheiße. Wir haben ein bisschen... Kühe, ja, ein bisschen Schafe. Und das ist, es wird. Ne? Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, sondern an dreien. Deswegen entspannt euch mal. So, wie geht's eigentlich unseren Hühnern? Warum leckt das jetzt, Alter? Bauen wir es ab. So, wir haben 16 Wheat. Das heißt, wir lassen erstmal die Schafe pimpern, weil da habe ich ja ordentlich dezimiert die Zahl. Ihr könnt es auch treiben, Leute. Jawohl, küsst euch mal richtig doll. Cool, oder? Das läuft doch, das ist doch schön. So, was ist mit dem Hund? Hallo, guten Tag, ich hätte gerne einmal die 36 mit Hühnerfleisch. Toll. Komm, ich komme runter. Ihr könnt doch alle mal, ne? Ordentliche Runde rumswingern, oder? Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ihr habt alle schon? Ja, dann hier. Oh, lol, er ist groß geworden. Da kann er direkt mit seinem Vater pimpern. Kannst du auch groß werden? Nein, gut, dann nicht. Tschüss. Was machst du hier oben? Alter, verpiss dich mal. Wie ist der da hochgekommen? What the fuck? So, was ist, wenn wir hier so ein Dach drüber machen? Das finde ich irgendwie süß. So, was ist dein momentaner Ruhepuls? Alter, aktuell geht's wirklich klar, ne? Irgendwie funktioniert der Stream. Ich habe noch keinen einzigen gedroppten Frame. Das heißt, OBS lässt mich nicht im Stich, der PC lässt mich nicht im Stich. Und das finde ich absolut fantastisch, wenn Dinge funktionieren, wie sie sollten. So viel erstmal dazu.
Jetzt töten wir da hinten das Skelett, dann geht's mir auch noch besser. Du dummes Arschloch. Aua. Ist das doch mal. Wieso? Sag mal, wieso habe ich das Schild eigentlich? Und wieso benutze ich das nicht? Kann ich das? Ah, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, danke. Danke für den Stock. Super. Toll. Noob, noob, noob. Der Folterkeller. Ihr müsst für mich leben, damit ich Fleisch habe, meine Kinder. Das ist einfach so fucking rude, ey. Oh, die armen Hühner. Aber die tun mir eigentlich nicht leid, weil ich brauche Fleisch. So. Ach, guck mal, Alter. Ich habe ja auch richtig viele Emeralds. Smaragde. Magst du Flamingos? Was ist wieder für ein Meme, die ich nicht mitbekommen habe, weil ich in meiner eigenen Bubble lebe? Ist das schon wieder soweit? Ich krieg wieder nur die Hälfte mit. Das ist aber auch gewollt. So, dann pistet bei denen auch nicht mehr rein. So, das sieht doch fast nicht scheiße aus. Naja, jetzt fehlt halt was, aber dafür kann ich ja nichts, ne? So, sehr schön. Hey, Meile, du Nudel. Hä, was ist denn jetzt los? Kannst du mal bitte Breath of the Wild Let's Playen? Alter, ich hab so Bock auf dieses Game, ne? Ich hab's schon fast zweimal komplett durchgespielt. Aber ich hab immer Bock auf das Game. Ich denke mir, was könnte ich jetzt sagen? Oh, Breath of the Wild ist eigentlich ein geiles Spiel. Und dann will ich spielen und bin traurig, dass ich es nicht spiele. Ja, die wollen ja alle raus, ne? Aber da müsst ihr ein bisschen schneller sein als Meile. Guck mal, wie die einfach so süß rumspringen. Das ist irgendwie niedlich, aber irgendwie auch traurig. Aber irgendwie auch sehr niedlich. Sehr nice. Malte, im Bogen liegt noch, im Wasser liegt noch ein Bogen von dem Skelett. Hä, ich dachte, ich hätte den aufgehoben. Guck, hier, hab ich doch. Warum hast du keine Hintergrundmusik? Ich dachte, es wäre irgendwie entspannter, wenn wir einfach mal keine Musik haben, weil ja eigentlich Nico mitstreamen sollte. Und dann ist es bei Gesprächen immer so ein bisschen schwierig mit dem Abmischen und Pipapo und bla. Turns out, Nico kommt aber nicht mehr. Und ich würde auch sagen, Leute, wir können jetzt einmal den Friedhof noch zu Ende bauen. Damit das Ganze mal ein bisschen ordentlich ist. So, was sagt Nico jetzt? Nico sagt, dass das für heute nichts mehr wird. Naja. Habe ich ihn gebraucht? Naja, vielleicht, vielleicht nicht. Wer weiß das schon. Jetzt müssen wir natürlich das Schild gleich neu machen. Aber... nee, das gefällt mir nicht. So. Alter, das ist einfach... Oh, wow, ist das aber groß, so, ne? So. Und jetzt können wir das Schild nämlich nochmal neu machen für Babyhuhn. Luna 12. Babyhuhn. 2019 bis 2019. Geil. So, das soll jetzt auch mal ordentlich. Ja, wir haben ja wirklich was geschafft, Alter. Ich baue das Ding jetzt hier noch fertig. Oh, da vorne ist noch ein Opfer. Da vorne ist das nächste Äpferchen. Wo sind Samen? Gebt mir euren Samen, aber nur mit Schutz. Samen, bitte. Gib mir deinen Samen, Bruder. Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen? Wo ist jetzt der Kack-Samen? Aha! Wo ist der Thun? Wait a minute, ich hab doch einen Sattel, oder? Boah, ich kann mir auch ein Pferd holen. Oh, du bist so niedlich, aber irgendwie habe ich gar keinen Bock, mich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ah, ich habe auch die Hälfte der... Ich hab mein ganzes Equipment hinten vergessen, weil ich dumm bin. Malte, mach was gegen die Coinmaster-Werbung. Das war noch gute alten Zeiten. Alter, Leute, ich kann nicht noch mehr Coinmaster-Werbung mir anschauen. Wenn ich das tue, platzt mein Kopf und mein Herz. Ihr versteht nicht, dass mich das wirklich aufregt. Das ist ja nicht mal mehr irgendwie übertrieben oder so, sondern wenn ich das sehe, bin ich einfach traurig. Wenn ich mir das angucke, bin ich einfach ein trauriger Mann. Brauchstand. Den packe ich noch Nico hin. Hast du schon Endgame geguckt? Ja, klar. Direkt am Release-Tag. Direkt am Release. Bett ist zu weit weg. Bett ist zu weit weg. Der eine. Bist du nett, der eine da?
Ich bin der eine. Ich bin der eine Mann aus dem Internet. So. Das bedeutet, wir nehmen uns die Leine mit. Und wo ist mein Sattel? Weil da vorne war das Pferd. Ich hätte eigentlich gerne ein Pferd. Brauche ich dafür irgendwas oder kann ich es einfach an die Leine nehmen und gut ist? Muss ich es zähmen? Und wenn ja, womit? Oder kann ich mich einfach draufsetzen, dann gehört es mir. Ist Minecraft so, ist einfach sitzen? Komm, ich hau das mit dem Stock, dann geht das. Guck mal, der mag das. So reitet man Pferde ein. Man setzt sie einfach hinten drauf und dann irgendwann fängt es einen an zu lieben, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob das bei Minecraft immer noch so funktioniert, aber ich glaube, es war mal so. Mach was gegen die Licht ins Dunkle Werbung! Gegen was? Wie bitte gegen was? Wir müssen wirklich mal einen Reaction-Stream machen, wo ich mir die ganze Werbung anschaue, die ihr vorschlagt. Ich glaube, das ist auch witzig. Was ist dein nächstes großes Ziel auf YouTube? Na, erstmal tatsächlich, ne, wir sind ja bald 600.000 auf dem Alternativ. Das ist schon mal ein Goal. Das sind halt alles nur Zahlen, so. Das ist ein bisschen lame. Aber ich würde gerne beim Gaming-Kanal tatsächlich regelmäßig hochladen und auf dem Alternativ auch. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich erstmal der King. So, dann fühle ich mich, glaube ich, erstmal gut, wenn beide Kanäle so laufen, wie ich mir das wünsche. Wo ist der Babyhuhn-Golem? Stimmt, wo ist der? Gehört das jetzt mir? Komm mit. You're mine now. You are mine. Du gehörst mir. Kommen Sie her. F in den Chat. Warum? Wo ist der scheiß Golem, Alter? Wo ist der Golem? Wo ist der hingelaufen? Das kriegt jetzt einen Sattel. Hä? So. Das ist jetzt meins. Sehr gut, Peter, du bleibst da. Hä, aber wo ist der scheiß Golem hin? Der kann doch nicht weg sein, oder? Hä, wo ist der Golem? Da, Leute, keine Sorge. Keine Sorge, der Golem ist am Start. Der ist irgendwie so sehr interessiert, da hinten lang zu latschen. Das finde ich nicht so geil. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mit. Komm mit! Guck mal, wie süß er so schnell läuft, der gibt sich richtig Mühe. Oh, ist das niedlich. Komm mit. So. Es gibt genau eine Sache, die du beschützen musst, ja? Ist mir alles egal. Alles. Unironisch, alles ist mir egal. Aber du musst Baby Huhns Grab beschützen. Nicht darauf rumtrampeln, ne? Das weißt du. Hat hier noch jemand Bock auf Samen? Sag mal, die kommen einfach mit. Die kommen einfach mit hoch. Oh, zwei Stück. Guck mal, manchmal kriegen die so einen Stoß von mir und dann sind die... Das ist vielleicht nicht optimal. Vielleicht muss es noch eins tiefer sein, wo man irgendwie an die Leiter dran springen muss oder so, damit die nicht einfach versehentlich mal mitkommen. Ich brauche die nämlich noch, weil ich sie alle essen möchte. Ja, du patrouillierst das super ab. Toll. Das sieht irgendwie echt krass aus, wenn es regnet. Das ist irgendwie weird. Wir brauchen noch eine schöne Lampe für da hinten. Ich glaube, ich klaue hier einfach eine. So viele brauchen wir hier nicht. Weil sonst, ich habe irgendwie Angst um meine Hühner. Und jetzt, wo da so viele Viecher sind, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da irgendwie was Lampenähnliches ist. Wir stellen es hier drauf, das passt. Und hier können wir es tatsächlich einfach, und deswegen finde ich die Lampen so geil. Machen wir erstmal hier hin. Dranhängen. Das muss halt natürlich noch fertig gebaut werden, ne? Da kommt hier noch ein Ding hin, da eins, da lassen wir es offen. Cool. So, ist es wieder Zeit zu sleepen oder regnet es einfach nur? Bin mir nicht sicher, Alter. Umgeh Hype in den Chat, Leute! Ist doch was Krasses passiert! Selber, wenn man einmal entspannt Minecraft spielt und die Leute erwarten direkt, dass alles explodet, ne? Hype! Wieso farmst du keine Diamanten und kannst du mal einen Real Talk machen? Naja, Diamanten wollte ich farmen, wenn ich meine Nahrungskette mal geklärt habe. Jenny, halt's Maul. Du kannst nur nachts schlafen. Und, aber jetzt, wo wir das gemacht haben und ich mir ziemlich sicher bin, dass wir auch... Das kann ich wegmachen, das brauche ich nicht mehr. Jetzt, wo ich mir sicher bin, dass wir irgendwie... halbwegs regelmäßig Nahrungsnachschub erhalten, können wir auch mal farmen gehen. Aber nicht mehr heute. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen viel. Wieso habe ich das nicht wieder angebaut? Bin ich
Dumm? Ja, Malte. Halt's Maul. Ja. So. Ist das Malte nativ oder sein Bruder? Das ist mein Bruder. Ne, ich bin mein eigener Bruder. Zum Glück bin ich nicht mein eigener Vater. Ne, das hätte bei Zurück in die Zukunft auch passieren können. Ist es aber zum Glück nicht. Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen hier mal Schluss. Wie gesagt, Nico hat noch was zu tun. Ich dachte eigentlich, wir machen was zusammen, aber ich würde sagen, wir machen das dann einfach nächstes Mal. Wann genau? Erfahrt ihr auf Twitter in dem nächsten Video. Ich kann es euch nur jetzt noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob Nico am Wochenende kann. Wenn ja, holen wir den Rest, den wir heute nicht geschafft haben, natürlich nach. Und ich würde sagen, können wir jetzt schon schlafen? Okay, können wir nicht. Aber ich baue noch ein Gedenkding für Nico. Guck mal. Da. Das ist ein guter Tisch für Nico. Wir sehen uns. Ich danke euch. War auf jeden Fall ein spannender erster Stream. Ich danke für die ganzen Abos und den ganzen Shit. Ihr wisst ja, wie das läuft, ne? Adios, Muchachos. Hab euch lieb. War toll. Bye, bye!